Komm da mal. Noch ist nicht aller Tage Ende. Ich komm wieder, keine Frage. Das war mein Film, Film Insan 1, oder was? Scheiße, scheiße. Was hab ich denn gemacht? Fuck, 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 Mann. Drop it. Nein, was ist jetzt denn los? Was ist jetzt denn los? Throw it away. Fucking disgust me, you pig. It's over. Get up. Get up. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ah! Fuck, man. Fuck. Und ab in die dritte Runde. Alter, meine Beine ficken mich so sehr, ey. Oh, PJ, du reißt dich zusammen, Mann. Jetzt mal gut hier. Interessant. Du bist mir ein bisschen zu viel am Tippeln, weißt du das, Alter? Jetzt kommt Panik auf, jetzt kommt Panik auf. Interessant, interessant, Citrus. Fuck, fuck, fuck! Es geht nur mit anvisiert sein! Oh, fuck, 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 das war ein Fehler, das war ein Fehler. Alter, der Hammer, Mann, jetzt zerfick ich dir die Presse, Mann! Jetzt zerfick ich. Oh, meine Fresse, wo ist denn das beschissene Trinken, ey? Ich geh drauf. Nice, 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 Metal Gear fucking Solid eigentlich, Mann, auch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh genau nein, das ist es. Oh nein, oh nein, nein, nein. Das ist Metal Gear Solid. Oh Gott, 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 natürlich, Alter, natürlich. Ey, Kojima wird heulen vor diesem Meisterwerk stehen und sitzen und verzweifeln, ey. Boah. Oh mein Gott. Oh, fuck. Oh, fuck. Hab ich jetzt auch noch mehr. Hammer, die Hommage und das, was es für sich selbst daraus macht, auf beiden Wegen einfach. Das beste Spiel dieser Gen, Alter. Und Hype-Modus. Ohne Scheiß, ey. Ohne Scheiß, ey. Ey, 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 ey. Komm schon.
Oh, nee. Scheiße, das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte sicher eine Wahl gehabt, Alter. Oh, scheiße. Willst du sagen, ob du eine Wahl gehabt hättest? Warte. Ja, sag mal. Nein, hättest du nicht gemacht. Ah, okay. Finde ich scheiße. Na, egal. Siehst du halt. Die Optik auch. Fuck, Mann. Fuck. Die Musik, ja. Give my letter to Carol. Alter. Alter. Nein. Gott. Oh nein, es ist das perfekteste Videospiel im Sinne dessen, wie es Film könnte weiterentwickeln. Es hat alles genutzt, Alter. Es hat alles genutzt. Vor allem wie der Splitscreen einfach emotional, regietechnisch, kameralastig. Und nee. Das ist der ganze Until Dawn-Scheiß in Perfektion, Alter. Wobei es vielleicht den ein oder anderen interaktiven Background-Junkie doch zu viel sein könnte. Also der Anspruch war immer so da und der Thrill. Oh, fuck. Players, Alter, ne? Nee. Weg. Komm mal gleich, ey, ne. Carol. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Whoever. Vincent. Ich bin völlig behindert.
Ey, ich bin so im Panik-Adrenalin-Schock-Modus. Alles in mir ist am Beben und am Toben, ey. Ohne Scheiß, Alter. Oh, seltene Kost, seltene Kost, ey. Ne. Hey, Buddy. Hi. Hey. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. Nice and fine. Hum. Dieser Soundtrack auch in fantastischsten Ton auf meinem Ohr. Das zweite Mal wird ganz böse, ja. Daran bemängeln. In all seiner entwicklertechnischen Geschichte sowieso als Indie 30-Euro-Budget-Prestige-Titel von EA. Who the fuck is Alice, Alter? Niemand. Nee. Ich glaube, ich krieg gleich einen Herzinfarkt oder so, Alter. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Meine Hände kommen gar nicht klar, Alter. Ey, alleine einfach diese, wie sich alles am Ende verschmelzt, Alter. Sei es der geschichtliche Scheiß, der Gameplay-Scheiß, das Spiel für sich und der Splitscreen, in dem ich dich verfickt zur Hölle schicken musste. Das war einer der adrenalinlastigsten, verstörendsten Endboss-Fights meiner Spielekarriere, Alter, ey. Wahnsinn, Mann, Wahnsinn, Alter. Und nee, dann die Verbeugung noch vor Kojima und Metal Gear Solid. Nein. Der Mann, ey, man muss ihn warnen davon. Ey, er geht zugrunde. Er wird mindestens dann noch mit einem Herzinfarkt im Scheißkrankenhaus lassen, wenn ich das schon nicht tue, ey. Aber Citrus, oh mein Gott. Auch eine fantastische Runde, ey, in jeglicher Hinsicht, was den kompletten Run hier durch angeht, Alter. Und dafür, dass du das auch... Hätt's eigentlich... Was weiß ich nicht. Weiß ich nicht mal, ob ich das wissen möchte. Vor allem, das war auch schon bei Until Dawn und so der Fall. Der erste Gang, die erste Illusion, wo du auch noch gar nicht siehst, was passiert, wenn du links entlang oder rechts entlang gehst. Ne? Und was das für Konsequenzen. Man malt sich ja alles aus. Es suggeriert eine solche Freiheit relativ. Auch der Schuss zum Ende, Alter. Fuck off. Ich wäre mit dem Gedanken ja und ich bin, ey, ohne Scheiß, Alter. Ohne Scheiß, ey. Meine verfickte Fresse. Nee. Nee, daran gibt es nichts zu kritisieren, Alter. Dankeschön. Ich muss mir das jetzt bestellen, in meinen Schrank stellen und auf ewig safen. In einem Moment, ich glaube, knapp nachdem wir Harvey darunter geschrotet haben, Alter, ne, kam mir so der Gedanke,
Wie wirst du das noch mit fucking 70 spielen können, Alter? Mit weiß der Geier. Das Ende vom Lied ist mir fiel gerade wieder ein, was die Langlebigkeit dessen angeht. Ich muss mir die PlayStation-Version, glaube ich, kaufen, Alter. Weil ich so weit schon gedacht habe, dass die scheiß Xbox One einen Day-One-Patch hatte, dass du die überhaupt zocken kannst. Oder ich müsste mir 20 Xboxen in meinen Schrank stellen, damit das auf ewig gesaved ist. Aber Alter. Oh nein. Ich muss meine Beine ausstrecken. Oh, ich schau gleich auf Twitch rein, Alter. Aber ich muss auch sagen, in einer Hinsicht hätte ich es nicht gedacht. Anscheinend ist mir einfach in letzter Zeit nicht wieder das passende Spiel über den Weg gelaufen, um mich so wegzuficken. Aber das passiert verdammt nochmal, Alter, wenn es kommt. Und nice, dass das zumindest schuldigt, ihr Lieben, dass den Chat natürlich komplett ignoriert, aber Hammer, wie tunnellastig auch der verfickte Koop mit dir funktioniert hat. Unglaublich, unglaublich, Alter. Ich habe mir immer noch immer eingeredet, dass das nur im Kopfhörer aufmodus ist. Ey, nee. Geil, ja. geil. Ich kann mich auch Spoilern bewahrt. Sogar vor dem Polizisten, weil das war echt mies. Das war richtig mies, dieser verfickte kleine abgefuckte Hurensohnige. Und danke schön, Citrus, ne? Ey, ich war da felsenfest von überzeugt und du hast das so niedergehämmert von wegen so nein etc. Pippi. Dann kamen so diese Momente auf, wo sich auch in der Story, wenn man es ein zweites Mal zockt, klar macht, wie mir schon der Lichtblitz immer mal wieder kam, so gute Waffenkenntnis etc. Pippi. Und was sie fantastisch gelöst haben, war mit seinem Bruder auch einfach geschichtlich funktioniert das fantastisch, Alter. Weil es trotzdem dieselben Ambitionen waren, die ihn sozusagen auch irgendwie Harvey zur Hölle schicken lassen wollten und einfach dieses Schauspiel mitzumachen, ey. Dafür waren sie irgendwann zu Buddy, aber ey, das Ding ist, an der Stelle, wo sie dann auch aus dem Flugzeug steigen, man alles klar wird, ne, die Rückblende kommt, die Knarre an der Birne, ne. Wie du schon sagst, entweder Cut für einen zweiten Teil oder einfach in den Knast. Was entwickelt sich denn für ein verficktes Armageddon aus? Nein, 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 nein. Einfach daraus, ey, die Bootsfahrt, was ist? Nein, 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 nein. Das, ey, das Einzige, wo ich dachte, wo wahrscheinlich 4Players so rumgehen, das war so voll die schön realistische und bodenständige Geschichte. Nein, man musste auch sehr viel Naivität mit sich bringen und einfach so auf das Ganze einlassen. Haben sie auch, glaube ich. Und zum Ende ist ja ein spastisches Bombardement, Alter, ausgebrochen im mexikanischen Dschungel, was ich aber auch nur als Kontext-Hommage, Alter, zu dem Dingens auch sehe, Alter. Ey, was einfach so, was hier alles im Endeffekt Easter-Eggtisiert und weiß der Geier nicht wurde, Alter. Ey, das genauso kannst du wahrscheinlich noch mit dem mexikanischen Ritt, Alter, in irgendwo in Mexiko oder dergleichen vergleichen. Oder ich bin am Ende meiner Kräfte. Deswegen, also Hammer. Ich hab mir echt Mühe gegeben, dich da für einen Spoiler wieder rauszuholen. Und das ist das Ende vom Lied. Zwischendurch ist es aufgekeimt und dann ist das auch so ein Rausch von Ende geworden, dass das überhaupt gar nicht mehr aufgekommen ist und eben so einen Punch in die Fresse auch einfach war, ey. Als das Ding um die Ecke kam, Alter. Ohne Scheiß, ey. Ohne Scheiß, Mann. Alter Schwede, ey. Auch, nein, nein. Und das ist der springende Punkt. Das erste Mal, weißt du, was ich meine? Jede Sekunde des verfickten Moments, zumindest dann auch, wenn sich die längeren Gameplay-Passagen eingeschlichen haben, aber alles dazwischen auch, wenn ich dir die Knarre an den Kopf halte, der ganze Weg zum Auto, man muss mit allem rechnen. Ich bin so in dem Ding drin gewesen, Alter, ey. Nein, 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 Alter. Wann habe ich denn schon mal so eine immersive Bombe Bademore schon wieder mal hinter mich gab. Und ey. Das doch, obwohl ich das schon gespielt habe, hat sich das angefühlt alles wie neu. Absolut. Ist das so? Ja, also das ist für dich. Ach so, nein, ja, absolut, ja, absolut. Also, zwischendurch waren so kleine Augenzwinker drin, Alter. Die hat man erkannt, aber es hat fantastisch funktioniert in der Hinsicht, Alter. Deswegen wusste ich auch noch, da bin ich halt so mit Absicht nicht direkt dran gerannt und so, dass ich einfach. Der scheiß Chat hat sich natürlich auch schon vor Millionen von Jahren auf meinem PC aufgehangen, ey. Aber das ist ja
alles für die Ewigkeit gesaved und ich wünsche euch einen schönen guten Abend soweit. Hallo. Es ist 10 nach fucking 3, Alter. Das ist krass, Alter. Wer ist denn eigentlich noch hier überhaupt mit im Boot am Sitzen? Ich wusste mal das Ding. Mittlerweile ist der wieder komplett back in action und zumindest die üblichen Verdächtigen auf der linken Seite. Sehe ich nicht. Aber ja, schon mal ein Dank, Alter, fürs Zusehen, meine Lieben, dass ihr diesem Holocaust beigewohnt habt und... Oh, mein Gott. Ich komme auch so langsam von dem Trip runter, Alter. Mir hätte es wahrscheinlich auch... Ich auch gegen Olli dann einfach immer noch einen draufgehauen. Das klingt so richtig entspannt. Ja, ja. Der Klasse, das ist schon ja. Cool für sich. Und dann kommt immer noch mal einer drauf, so bis zum Ende dann ab dem Krankenhaus. Absolut, Alter. Vor allem das Krankenhaus für sich alles davor. Das Ende vom Lied ist, ich habe eigentlich auch gedacht, als das Spiel damals angekündigt wurde, ne, das wird so ein knuffiges, wir brechen eben aus dem Knast aus. Da hat man auch nur ein Szenario, was man relativ immer wieder kopieren kann, die grauen Wände etc. pp. Und macht da so ein Prison Break-Ding raus. Dass das im Endeffekt, Alter, nur ein Funkel auf einen verfickten Stein ist oder weiß der Geier, Alter. Ey, damit habe ich nicht gerechnet. Krass wäre es sogar gewesen, wenn ich nichts mehr von dem Spiel im Vorfeld gesehen hätte, Alter, und immer noch in dem Glauben so da reingestiegen wurde, Alter. Das wurde mir 2-3 Tage ein bisschen davor versaut, da habe ich schon mal die ein oder andere Farm gesehen oder so, Alter. Auch ein bisschen was von den Minigames, aber ey. Prösterchen. Und es... Meines Erachtens würde ich sofort, rein was den zeittechnischen Faktor angeht, sofort 70 Euro dafür auf den Tisch legen. Es wäre es allemal wert gewesen, schon nach der beschissenen Hälfte. Sagen wir mal 60 oder 50 Euro. 30. Who the fuck is Alice, Mann? Das ist irgendwie so ein Retro-Shooter-Rotz, Alter, den man indie technisch auf eine Disc presst und da ein 30er drauf klappt. Brother war ein fantastisches Beispiel, meines Erachtens, so ein 30er-Titel. Aber wo... rauf ich hinaus möchte, habe ich gerade wieder vergessen, weil ich unglaublich verballern und im Rausch bin. Aber irgendeine Pointe sollte da eigentlich folgen. Ich auch nicht. Aber ich fand jede Szene für sich, es gab eigentlich keine Szene, die keinen Sinn ergeben hat. So auch diese sinnlose Fischszene eigentlich. Genau. Das Ende vom Lied ist, dass ich einfach darauf hinaus möchte, ey, haut doch bitte mehr so 40, 50 Euro Story, Granaten komplett. Die Entwickler sind schon an was Neuem, was auch wie Way Out sein soll. Das Ende vom Lied ist, würde mich brennend interessieren, ob EA dann da auch wieder im Rücken sitzt, Alter. Titanfall 1 war auch ein recht losgelöstes Projekt. Dann wurde Titanfall 2 ein bisschen schärfer beäugelt, aber noch mit unabhängigem Studio in Sachen Respawn Interactive. Und jetzt sind sie mittlerweile von EA eingekauft und werden wohl in knapp 5-6 Jahren nach vielleicht noch einem guten Titanfall, wenn überhaupt, zugrunde gehen. Wenn das natürlich immer noch im Rahmen dieses Indie-Programms einfach wieder weitergeht, absolut geil. Würde mich echt interessieren, wer da am Ende der Geldgeber. Aber A Way Out hat unglaublich hype-technisch auch eingeschlagen, muss man ein bisschen sagen, glaube ich. So relativ, zumindest weitaus krasser, als EA es vermutet hätte. Und vor allem hat es auch mittlerweile das Budget, glaube ich, auch wieder reingeholt, wie irgendeiner mal irgendwo irgendwann mal in den Raum geworfen hat. Und an der Stelle müssen vielleicht auch mal ein paar AAA-Fucking-Publisher ansetzen, an der Schraube relativ. Ein paar Prestige-Titel, Mann. Die haben Asche wie nichts, ey. Vor allem EA hat das so nötig gehabt und es steht in einem solch unglaublichen Kontrast gerade zu dem ganzen Battlefield-Skandal im November, Alter. Und, The Stand, das letzte Gefecht. Andro, Sosa, Alter. Ich hatte vor allem, danke, Alter, Markus, Sosa noch im Kopf, Alter. Ey, Sosa, die blöde Sau, Alter. Alejandro Sosa, auf jeden. Das war die Type, Alter, mit den Panflöten, Background-Sound, Alter, in der karibischen Insel, etc. pp. Und The Stand, das letzte Gefecht, war doch Stephen King, oder nicht, Alter, Mann? Oh, Mann! Aber ja, Ende vom Lied ist. Das war ein gutes Spiel. Was ich noch sagen müsse,
bitte hört auf, die Spiele zu schrecken. Ey, ganz, ganz zum Schluss muss man auch sagen, ne? Ey, wie lange? Das kann man sogar an den ganzen beschissenen Streams zusammenrechnen. Das check ich bis morgen mal ab, Alter. Ich glaube, 7 Stunden haben wir wahrlich gezockt. Ohne jeglichen Leerlauf, abgesehen davon, dass wir das Krankenhaus wiederholt haben. Nicht eine beschissene Sekunde, Meter oder weiß der Geier, den ich hier gelaufen bin, Alter, hat nicht in den storytechnischen Kontext gepackt, hat sich irgendwie, Alter, zu viel angefühlt oder, ey, perfekt, perfekt. Und da merkst du auch einfach das verdammte Konzept und die Leidenschaft des Entwicklers dahinter, Alter. Die haben jede beschissenen Moment und Sekunde von ihrem Spiel in sich gesaugt, Alter. Und an uns weiter gebombt, ey. Ey, Hazelight, ich küsse eure Füße, Alter. Ich will mehr von euch. Ich will mehr von euch. Geil. Ich habe endlich mal wieder einen neuen westlichen Entwickler, wo ich sage, aber das Ende war ja wohl jetzt einfach der Hammer. Wird schon das schief gehen. Deswegen, das war schon... Das war der absolute Oberhammer. Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wie gesagt, ob man dann auf den pompösen Action-Faktor, der sich beißt mit der emotional sehr bodenständigen und etc. pp. Aber gerade weil es so kontrastreich am Rausbomben ist, habe ich auch direkt Machete in den Raum geworfen. Weißt du, an der Stelle wird abgeschaltet und homagiert und genossen, Alter, und etc. pp. Rein spielerisch hatte, ey, die Motorradverfolgungsjagd, ne, auch einfach, oh, wie sich das angefühlt hat, wie perfekt sich auch einfach diese ganzen Gameplay-Elemente angefühlt haben. Ja, vor allem die Gegenkonsole bestimmt so ein bisschen grob. Ja, absolut, wie viel Freiheiten dir stellenweise auch gegeben wurde, die Schiene, auf der dich sozusagen die Story getrieben hat, war stellenweise so breit, Alter, für die Momente einfach, ey, fantastisch. Ah. Ein Geschenk, verflucht noch eins, ey. Und was du vor allem irgendwann so einfach in 50, 60 Jahren, Citrus, ne, wenn wir uns auf unserer Veranda treffen, Alter, schließen wir so einen oldschooligen HD-Fernseher wieder an, die völlig überholt sind wegen VR und so ein Schrott, Alter. Und dann zocken wir nochmal eine Runde Way Out, meine PS4-Version, werden wir wahrscheinlich den scheiß Controller für fressen, aber was soll man machen? Aber ja, der Hammer, ey. Dementsprechend. Egal. Sodele. Ich mach hier zumindest jetzt schon mal einen Cut. Ey, 120 Minuten haben wir jetzt auch nochmal voll. Ein 2-Stunden-Finale relativ. Mit einem viertelstündigen Fazit, halbstündig mit Credits und Co. Ey, wie konsequent auch einfach. Weißt du, das hat nichts mit plakativer Gewaltverherrlichung oder sowas zu tun. Das ist eine verfickte Rache-Vendetta, ne? Und weißt du, die, da merkst du es auch einfach, die Moral, Alter, was Zivilisten anging, etc. pp. Oder das auf ein eigenes Schießen, die Bullen nicht anballern, etc. pp. Da steckt der Entwickler hinter, der sich selbst dadurch ein bisschen schützt und sagt, Alter, das ist so mein Film auch irgendwie so, Alter, hier werden keine Zivis von meinen Hauptcharakteren so niedergeschossen. Das sehe ich darin. Und da hast du nochmal den Beweis eigentlich gehabt, wie wir in ihn am Rhein fracken sind. Das habe ich so auch noch nicht, Alter, gehabt. Relativ, weiß ich nicht, mit Sicherheit. Aber das ist anscheinend sehr lange her. Aber so in Szene gesetzt auch mit dem Abgang in den Pool, Alter. Dieser Wechsel aus Film, Story, Spiel. Vor allem mit dem Pool, das war auch nochmal eine Ablehnung, Alter. Scarface, der ist ja auch ins Wasser gefallen. Natürlich, natürlich, zumindest, Alter, in das Poolbecken, Alter, in der Halle, aber sicher doch auch von Kugeln zerfickt. Danke, Citrus. Tatsache, Alter, ey. Und damit dusliere ich dieses Ding einfach nochmal. Bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Bedanke mich, Alter, bei dir, Citrus, für diesen fantastischen Run. Und bedanke mich bei Gott, ey, bei diesen zu Füßen liegenden andersrum Entwicklern, die uns das Geschenk gemacht haben. Fuck off. Wir sind, glaube ich, soweit raus und wünschen noch alles Gute, die Nacht, etc. pp. Und so weiter und so fort. Tadam. Das Ding läuft jetzt noch weiter, aber da werde ich einen Cut machen für YouTube. Bums die Birne. So, Lille. Aber ja, Ende vom Lied ist... Aua, meine Beine, ich bin so tot. Ich weiß zur Hölle nicht warum, aber irgendwann... Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Hat sich mein Kamerabildschirm von oben links nach unten rechts verschoben. Aber gut, das könnte ein bisschen nervig in puncto Untertitel sein. Ich werde mir das ja wahrscheinlich auch nochmal angucken. Aber gut, ich hoffe, das hat nicht allzu sehr gestresst, ihr Süßen.
6 haben es alleine sogar zumindest bis ins Finale geschafft. Auf 8 waren wir auch irgendwann mal, weiß ich nicht. Meine Xbox hinkt da aber sowieso immer hinterher. Und zeigt mir den Stand vor 5, 6 Minuten stellenweise Gefühl. Aber ja. Jungs und Mädels, who the fuck, auch Alice. Ich glaube, Markus, du bist noch am Start. Mein lieber Slow Cool, ey. Den ich immer noch zum ersten Mal hier heute sehe. Du hast echt lange mit mir heute durchgehalten, mein Lieber. Dementsprechend hört man sich mit Sicherheit, mein Lieber. Ich habe auch gerade aktualisiert einen neuen Follower. Nicht Slow-Mo. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, sondern viel. Alles cool bei dir. Trotz alledem machen wir jetzt hier einen Cut soweit. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr bis in die Nacht bei dem Wahnsinn noch durchgehalten habt. Aber sei es der Scheiß Wahnsinn in dem kleinen Bildchen oder einfach nur das Spiel, ist ja der verfickte Oberhammer. Beste Unterhaltung, hoffe ich doch nur. Und in diesem Sinne sage ich, yo Markus und an den Rest, eine gute Nacht, schlaft schön und wir hören uns morgen mal wieder auf den nächsten Wahnsinn. Somit schnell das Twitch-Ding aufmachen, bevor es peinlich wird. Good night, good fight und wir sind raus. Bom, bom, bom.